Frankenstein als tragisches Monster eroberte während der Leinwand anschließend die Comics. Von verträumt unschuldig klassisch bis super cool und knallhart. Um was es heute geht, passt genau dazwischen. Joe Pratt ist ein junger, unbescholtener Pizzabote, der bei einem Kunden ein bisschen mehr als gebackenen Teig mit Soße aufbringen muss. Ehe irgendetwas Rotes verschwindet, tritt eine enorme Gestalt die Tür ein, die weiß, wie man in die Herzen der Plasmatarier gelangt. Daraufhin, die Kapuze verschwindend, klettert sich als das Wesen auf, das ein weit zurückliegender Ahne des geretteten Burschen erschaffen hat. Frankenstein. Später gelangen sie in sein Versteck. Dort treffen sie zuerst Igor. Nein, nicht der Hebelumleger. EJOR. Intelligence Gathering for Offensive Response. Und der kleine Mann heißt Enoch. Dann gibt's noch einen irischen Chauffeur, der nicht nur ein Werwolf ist, sondern bestimmt Alkoholiker, ähnlich Preachers Cassie. Die eigentliche Bedrohung ist nicht das Blutsaugerharem, sondern Frankensteins Braut, die nur potenziell unsterblich ist. Eingriff für Eingriff. Da ihr Schöpfer von ihrem Gatten getötet wurde, liegt das Geheimnis der Todlosigkeit in seinem Blut. Darum schickt die zerfallende Senorita Vampire, um den Nachkommen samt Ungeheuer ausfindig zu machen. Chuck Dixon hat hier als der Mann der 90er vom Horror-Thriller-Action-Genre, Batman, Daredevil, Punisher und anderen Lizenzen eine Buddy-Cop-Geschichte im Flair der Universal-Monsters geschrieben. Das fällt schon dabei auf, dass Frankie aussieht wie Leon der Profi. Dies zu verdanken hat man dem Zeichner Graham Nolan, der ausgewogen denselben Stellenwert wie der Autor besaß zu der Zeit. Fazit: Diese weitere Ikonenabwechslung zeigt, dass alte Konstitutionen und neue Heraustretungen sich beim Vorbeigehen immer noch abklatschen. Insgesamt ansprechend für eine Lesergruppschaft, die einen niederen Gewaltgang verarbeiten sowie Wert auf rudimentären Retro-Charme legen, die die vier Ausgaben Idea Design Works empfehlenswertet.